So, moin moin und herzlich willkommen wieder bei Dragon Age Origins mit dem Daniel von Bad Poker Base Gaming, wieder im Turm von Ishall, wo wir ja letzte Mal massiv verreckt sind. Ich versuche das jetzt einfach mal mit ein bisschen mehr Taktik und indem ich meine Verstohlenheit mal einsetze. Weil, dann kann ich nämlich hoffentlich erstmal hier rum und feststellen, dass hier nichts ist. Und ich werde enttarnt. Ausgezeichnet. Das hat schon mal nicht funktioniert. Fall entdeckt. Warum rennst du rein? Warum rennst du rein? Renn doch nicht in die Falle, du Depp. Oh Gott. So. Ja. Den lassen wir uns erstmal ganz genau um Keule kümmern. Wo ist mein Magier? Mein Magier ist da. Der kümmert sich gleich auch um den. Ich gehe wieder in mich rein. Oh Gott, warum? Ja, der kriegt das erstmal so. Und ich kriege ihn irgendwie nicht, warum kriege ich ihn nicht? Stier! Geht doch, so. Wie sieht's lebenstechnisch aus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alistair kriegt gerade ein bisschen aufs Maul und mein Schütze kriegt ein bisschen aufs Maul. Der kriegt auch nochmal schnell einen Wundverband. So. Und wir müssen uns auf diesen Gesamten konzentrieren. Ja. Er geht auch auf den Gesandten und er geht auch auf den Gesandten. Und ich gehe gleich auch auf den Gesandten. Und hoffe, dass Alistair bis dahin überlebt. Ja. Betäuben. Betäuben. Töten. Töten. Kill Purge clean. Jawohl. So, der Gesandte ist tot. Alistair hängt auch in der Seile. Ich bin tot. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich das so einigermaßen über die Bühne kriege hier. Was nicht schön ist, man muss als allererstes echt den Gesandten ausschalten. Der drückt einfach viel zu viel Damage. Ist echt anormal. So. Zerspringender Schuss. Boom. Alles klar. Und Stage clear. Ich hoffe, dass meine beiden anderen gleich aufstehen. Beziehungsweise ich und Alistair. Oh, da liegt ich. Da liegt Alistair. So. Ja, ich bin wirklich gut, ja. So, Dämonensekret, Lyriumtrank. Nehmen wir alles mit. Was haben wir da noch? Ist der Fahrer schon an Loot? Was? Ernsthaft? Das ist ein Witz. Aber da ist, da funkelt noch was. Eine Truhe. Nietenbesetzte Lederrüstung. Benötigt 12 Stärke. Die nehme ich aber auf jeden Fall mal mit. Weil dann pushe ich gleich beim nächsten Level ab ein bisschen in Stärke. Dann kann ich die anziehen. Und habe eine neue Rüstung. So, wir erkunden jetzt erstmal hier die ganzen Nebenräume. Für the Loot und the XP. Ja. Wie greife ich den jetzt gerade an? Ich habe gerade ein bisschen Übersicht verloren. Ja. Also Übchen. Ja. Und Monster hier, so. Wer ist denn da jetzt krepiert? Mein Schütze. Der Depp. Ja. Ich sollte hier nicht alleine kämpfen. Ja, wen haben wir denn da draußen noch rumstehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe auch keine Heiltränke mehr. Ich habe noch einen starken Rundumschlag. Den ich mir jetzt nicht gönnen werde, sondern den Alistair sich gönnen wird. Weil der, glaube ich, der Einzige ist, der das hier noch einigermaßen reißen kann. Ja. Rums. Rums. Aus die Maus. Ja. Mal machen Platz. So. Jetzt ihmchen da hinten. Der lacht ein bisschen schäbig gerade. Was mich nicht unbedingt... Der hat mich betäubt, der Sack. Der hat mich betäubt.
Ja. Boom. Ju tot. Gift, zwergische Kriegsaxt. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. So. Und wir looten freundlich vor uns. Ich bräuchte Wundumschläge, Kollegen. So ein bisschen. Nee, nicht hier Edelstein und so ein Scheiß. Oder Geld. Ich brauche Wundumschläge. Schwache Eissalbe. Nehmen wir mit. Ja. Wollen wir eben gucken, ob hier vorne noch was funkelt. Loot-technisch nein. Also können wir uns ganz geschmeidig hier durch die Ecke begeben. Wundumschlag-Inventar ist voll. Todeswurzel-Extrakt. Zerstören. Ja, bitte. Danke. Wundumschlag! Yes. Yes. So. Oh, da sind auch noch Kisten mit Wundumschlägen. Yay. So, Geschenk nehmen wir auch mal mit. Mal gucken, was ich hier für kaputt mache. Mach dafür mal hier so einen Kurzbogen kaputt. So. Alles nehmen. Nächste Box. Elfenwurzel brauche ich. Ah, Moment, mir fällt gerade was ein. Ich bin doch hier Giftmischer. Gut, ich bin Giftmischer. Doof. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt vielleicht schon Wundumschläge selber machen könnte. Aber das werde ich mir mal angucken, wenn wir aus dem Turm wieder raus sind. Und, oh Gott, großes Loch. Ja. Where do I have to go now? Da lang. Von da kam ich. Also muss ich da durch. Yay. Lass mal erstmal rankommen. Und Alistair stürmt einfach rein, der Depp. Alistair, du Spezialist. Ja. Ja. Kümmern wir uns darum. Tritt. Betäuben. Töten. 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 Der lebt noch. Der lebt nicht mehr. Na, gut. Das war doch... Das ging doch erschreckend gut. Ein Wundumschlag, sehr gut. Mehr davon. Mehr davon. Liegengesetzte Lederrüstung. Habe ich davon nicht schon eine? Ich glaube, da habe ich schon eine von dem Inventar. Ja, die haben wir, glaube ich, gerade aufgesammelt. So, durch der dunklen Brut. Nicer Scheiß. Junge, Inventar ist voll. Nee. Inventar ist voll. Mal durch. Verzaubert er durch. Ja, jetzt muss ich da irgendwas kaputt machen. Dann nehme ich jetzt, Hochzeitsgewänder. Zerstören, bitte. Ja. Alles klar. Und dann nehme ich diesen durch, bitte. Was hat er noch? Er hatte noch ein bisschen Geld. So, ich habe einen verzauberten Dolch. Und ich habe jetzt den Dolch der dunklen Brut. Der aussieht, als hätte er einen Morgenstern als Griff. Was eigentlich voll toll ist, weil man den dann auch noch als Schlagwaffe missbrauchen kann. Wenn die Klinge abbricht. Das ist gar nicht mal so dumm. Das ist voll toll. Das ist intelligentes Waffendesign. Smart Weapons. Beim Atem des Erbauers. Was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand. Habt ihr euch nicht drüber beschwert, dass ihr nicht kämpfen dürft? Hey, das stimmt. So gesehen hat die Situation auch ihr Gutes. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Ja, der gute Taryn. Was haben wir denn? Oh. Köpfe auf Spießen. Jede Menge. Okay. Schnell weg. Moment, Handwerk. Blub. Geschenke. Blub. Wo gehe ich lang? Blub. Gucken wir auf die Karte. Bla. Ich glaube, ich gehe erstmal da lang. Und werde von Grenlox. Oh, der hat aber direkt massiv kassiert. Me gusta. Irgendwie macht der Dolch böse Schaden, habe ich das Gefühl. Also unter anderem der Dolch. Voll toll. Oh, Wundumschlag. Sehr geil. Inventar ist voll. Inventar ist voll. Dein Inventar ist voll. Kleidung. Zerstören. Kleidung. Zerstören.
Und looten, Rundumschlag, ausgezeichnet. Keine Gegner. Warum nichts zum Looten hier? Doch da, da funkelt was. Ein Langschwert. Aus Stahl. Nehme ich mit. So. Hatte da nicht gerade noch was gefunkelt? Oh Gott. Ich habe eine Idee. Einmal. Wow. Okay. Oh Gott. Habe ich gerade Elsa irgendwie... oh Gott, ich kriege hier gerade so aufs Maul. Oh Gott, Hilfe! Alistair, hilf mir! Danke! So. Zack. Irgendwie läuft das gerade. Bums. Warum läuft der mir in die Balliste rein, der Spezialiste? Balliste della Spezialista. Ja. Dö, dö, epische Musik. Ach, ey, mei. Manchmal verstehe ich die Befehlsannahme hier nicht. Beziehungsweise frag mich, warum Befehle nicht direkt... Ich muss mal gucken, ob da irgendwie Auto-Attack geht. So, dass er sich automatisch immer den nächsten Gegner schnappt. Weil ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie Leerlauf drin. So ein bisschen. So, erstmal alles looten. Nicht? Was haben wir da? Wir haben Elfenwurz, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich brauche Wundumschläge, ganz genau. Und Waffen. Und Rüstung. Ja, da haben wir den Abschnitt, gucken wir nochmal eben schnell hier rein. Oh ja, da leuchtet es. Eine Holzkiste mit, ja, ein Wundumschlag. Ich hätte gerne mal einen Fünfer-Stack oder sowas. Ja, aber egal. Nicht, ist ja nicht mein Bier. Hm. Da leuchten noch Gebeine. Weiß ich. Da war Geld drin. Yay, Knochen mit Geld. Auch nicht schlecht. Okay. Ich werde hier mal ganz kurz zwischenspeichern. Nur für den Fall der Fälle. So, weiter geht's. Boah, Attaché. Und ich glaube, ich werde mal durchgehen und werde mir den Bogenschützen schnappen. Du bist mein. Und betäubt. Und Schlitz, 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 Schlitz. Ah. Tot. Und der nächste. Um. Voll umgenockt. Voll umgenockt in die Fresse. So. Dann ist da noch einer. Schafft nie. Der ist, glaube ich, so oder so tot. Ich guck jetzt einfach mal zu, was die machen. Bam, bam. Richtig schön aus der Drehung den Kopf abgehakt. Alter, Alistair, Angeber. Wundumschläge, sehr gut. Großer hölzerner Wundumschild. Inventar ist voll. Moment, der hatte drei. Was hat Alistair momentan? Er hat ein... Vierer. Alles klar, so brauche ich das schon mal nicht. Ne, brauche ich überhaupt nicht. Irgendwie. Was hat er? Er hatte Geld. Oh, da ist noch eine Holzkiste. Mit Geld? Ne, mit Elfenwurzel brauche ich nicht. Momentan. Ja, Geld. Geld. Und ein Mundumschlag. Sehr geil. Und auf in die nächste Etage. Ole, ole. Was uns dort erwartet, ich bin mir nicht sicher. Es könnte so ziemlich alles sein, außer ein Buffet mit Omelette. Hoffentlich ist Logan angriffsbereit, sobald wir das Signal will ich auch mal offen. Der König verlässt sich auf uns. Weil wenn nicht, wäre schlecht und so, ne? Ja, hier hängen auch wieder jede Menge Körperteile und so. Ich sollte mir echt angewöhnen, erstmal in Verstohlenheit zu gehen. Ich hoffe, die nehmen jetzt nicht alle mich aufs Korn, weil sonst bin ich da auch relativ schnell Geschichte. Ja, einmal durchgeschreddert. Ja, der nächste. Bam, bam. Bam, bam.
Warum hat er... Hat der mich betäubt? Ich werd bekloppt. Der kleine Lutscher. Meint er mich betäubt zu können. Ja. Klatsch betäubt und ein aufs Maul gekriegt mit dem Schild. Ja. Du bist tot. Und der nächste wird auch furchtbar sterben. Ja. Tritt. Schlitz. Tot. Ausgezeichnet. Und wieder looten. Ich mag looten. Kurzbogen der dunklen Brut. Inventar ist voll. Nee. So, dafür für einen Kurzbogen zerstöre ich einen Kurzbogen. It's a fair deal. Geld. Säurefläschchen bräuchte ich nicht unbedingt gerade. Der hat nix. Aber da vorne ist ein Waffenständer, habe ich gerade schon gesehen. Und da ist drin ein Langschwert aus Graueisen. Inventar ist voll. Mann, ich muss mein Inventar mal lernen. Hau ich noch einen normalen Langbogen raus und nehme dafür dieses tolle Langschwert mit. Und guck erstmal, was der Alistair für ein Schwert hat. Langschwert des Wächters mit 7-7 und ich habe. Das werde ich zweihändig. Ausbalanciertes Großschwert ist auch geborgtes Langschwert mit 7. Mit 7-7. 7-7, 2-2, 2-3, 1. Nein, das ist genau dasselbe. Ausgezeichnet. Ja, gehen wir weiter. Aber ich gehe in Verstohlenheit. So. Oh. Und. Boah, von hinten direkt losgemeuchelt hier. Said you gonna die very quick. Irgendwie bin ich gerade, glaube ich, ich bin betäubt. Schon wieder. Ich muss hier mal langsam um die Ecke, sonst bin ich gleich tot. Ja. Und die nächsten kommen von alleine, das freut mich sehr. Ja. Weil, ey, hab ich die jetzt mit Akku gepult? Funktioniert das hier? Out of Sight Pulse? Das ist... Die kenne ich nur aus einem anderen Spiel, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähnen werde. Und die sollte ich wieder von hinten attackieren. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Dead, you dead. Nein, werden sie nicht. So, Codex aktualisiert. Hier sind überall tote Hunde. Die Schweine haben Hunde getötet. Ja. Betäubt. Ja. Und der kam gar nicht mehr hoch. Sehr schön. Hölzerne Truhe, Kriegsbemalung des Wolfshunds. Inventar ist voll. Boah, wie es mir auf den Sack geht gerade. Wie es mir gerade massivst auf den Keks geht. Ich weiß jetzt. Jason-Truhe, die könnte ich noch gebrauchen. Irgendwann mal nicht eine normale Lederrüstung. Raus. Raus. So, Kriegsbemalung habe ich mitgenommen. Haben wir da. Die Frage, helfen die uns oder greifen die uns an? Hilft uns! Sie helfen uns! Voll toll! Hätte ich das gerade mal gemacht, als ich noch im Kampf war. Oh. So. Und wir plündern wieder. Ah Gott, komm hier alle her. Ja. Doch, da war einer tot. Noch einer tot. Habe ich Bogenschützen hinter mir? Ich habe Bogenschützen hinter mir, verdammte Scheiße. So, das ist ein Hurlock. Der kriegt jetzt erstmal richtig aufs Maul. Oh Gott. Und die sterben hier alle weg. Ja. Schwache Wundumschläge müssen jetzt erstmal reichen. Oh Gott, Gott, Gott. Ihr Specialists. So, wer jetzt krepiert, krepiert. Hebe ich danach wieder auf. Unglaublich hier. Ja. Tot. Und. Kick und betäuben. Ich sagte betäuben. Ja. Und den Bogenschützen dahin nehmen wir noch mit. Da sind aber auch wirklich alle Türen aufgegangen, oder was? Ja. Top, dafür haben wir jetzt auch jede Menge zu looten. Und ich
frage mich gerade, warum hier nicht mal langsam wieder ein Level up angesagt ist. Ein bisschen. Wird's mich jetzt nicht... Ja, egal. Warten wir ab. Wir looten. Ah, Wundumschläge. Wundumschlag. Geld? Ja. Ja! Geld! Ja! Was haben wir da? Frischbart und schwache Falle schließen. Brauche ich gerade nicht so. Da sind bitte Wundumschläge drin. Nee. Aber nehmen wir mit. Aber in den nächsten Raum. Warum sind die Hunde uns jetzt nicht zur Verstärkung? Das wäre so toll gewesen. Vor allem wäre das so einfach gewesen, wenn ich noch so dreimal Baris auf meiner Seite gehabt hätte. So, Verletzungsausrüstung nehmen wir auch mit. Und das war's. Keine Moment. Waren da offene Wunde. So. Da werde ich jetzt nämlich gleich mal so ein paar Verletzungsausrüstungen, glaube ich, benutzen. Hoffe ich mal. Ja, wenn ich... Genau, jetzt gehen nämlich hier diese Mali weg. Und die Dinger werde ich mir jetzt erstmal in meine Quickleiste ziehen. So, nächster. Hier war noch ein bisschen Geld. Hier sind auch noch ein paar Kisten. Komm, nehmen wir mit. Ist eh egal, mein Gott. Mein Inventar ist eh voll. Verdammte Scheiße. Ah, ab in den letzten Raum. Getarnt. Muhahaha. You did. So. Geht doch wunderbar. Die beiden sind auch gleich Geschichte. Tot. Komm. Sterben. Hat der pariert? Da meint er parieren zu können. Ich glaub's nicht. So. Na, die Truhe nehmen wir mal mit. Mit so einem Scheiß. Auch noch in einer sicheren Truhe. Alter, wenn das wenigstens ein Imba-Schild oder sowas wäre. Aber nein, um die Armbrust. So, und da oben ist das oberste Stockwerk. War das der? War das Säureflächen? Ach komm. So, da oben ist das oberste Stockwerk. Und bevor wir da hingehen und schauen, was uns dort erwartet, möchte ich mich bei euch mal wieder fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Teil wieder ein. Bis dahin und tschüss.